Meine Damen und Herren, wir haben ein Ergebnis zum Mitgliederentscheid der Partei Die Linke über unser neues Parteiprogramm. Ich darf Ihnen zunächst die Zahlen vortragen. Wir haben zum Zeitpunkt des 18.10., zum Beginn der Auswertung, 69.886 Mitglieder angeschrieben. Diese 69.886 Mitglieder haben sich dann in unterschiedlicher Weise an der Abstimmung beteiligt. Insgesamt haben wir 34.199 abgegebene Stimmen. Das ist eine Gesamtbeteiligung von 48,86%. Abgegebene gültige Stimmen 34.160. Davon haben mit Ja gestimmt 32.729. Das heißt, 95,81% der abgegebenen Stimmen sind für das Programm abgegeben worden. Es haben mit Nein gestimmt 668 Mitglieder, gleich 1,96%, und es haben sich enthalten 764 Mitglieder, gleich 2,24%. Es gab unmittelbar 39 ungültige Stimmen. Damit ist mit einem ganz großen Ergebnis, mit einem starken Ergebnis, dieses Programm, was unser Parteitag verabschiedet hat, auch von den Mitgliedern dieser Abstimmung angenommen worden. Wir haben damit ein auf einen breiten Mitgliederwillen getragenes Programm, sind gestärkt als Parteivorstand insgesamt in der politischen Auseinandersetzung, und wir können mit diesem Programm in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren gute Politik für die Menschen in unserem Land machen. Ich will Ihnen ergänzend noch mitteilen, damit man dieses Ergebnis auch einordnen kann, in vorhergehende Mitgliederentscheide in unserer Partei. Es ist ja nicht der erste, den wir durchführen. Wir haben als vorhergehenden Mitgliederentscheid im Jahre 2010 einen Mitgliederentscheid durchgeführt über zwei Fragen, nämlich wie die Struktur unseres Parteivorstandes aussehen soll. Da ging es um so Fragen wie Doppelspitzen etc. und ob die Mitglieder selbst über das Programm abstimmen wollen. Bei diesem Mitgliederentscheid hatten wir eine Beteiligung, die war geringfügig niedriger wie jetzt. Wir haben jetzt eine höhere Beteiligung. Damals waren es 48,3%. Wir hatten damals eine Zustimmung zu dem Strukturvorschlag von 84,5% der Mitglieder. Und zu der Frage, ob die Mitglieder selber über das Programm abstimmen sollen, eine Zustimmung damals von 94,1%. Wenn man das jetzige Ergebnis zu dem damaligen Ergebnis ins Verhältnis setzt, kann man sagen, es haben sich etwas mehr Mitglieder an dieser Abstimmung beteiligt und es haben deutlich mehr Mitglieder mit Ja gestimmt als bei den beiden Fragen beim letzten Mitgliederentscheid. Auch das bestätigt mich in meiner Einschätzung, dass dieses Programm insgesamt in der Partei auf eine hohe Zustimmung stößt und damit eine gute Voraussetzung ist für die politische Arbeit in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Vielen Dank.